Ja, moin zusammen und herzlich willkommen zurück in den Gordian Rooms. Ich war in der Zwischenzeit vorne beim Café und ich stelle jetzt mal eine wilde These auf. Folgendes: Wenn wir die hier, genau, wenn ich die einsetze, dann kommt hier eine Farbfolge. Und das ist dieselbe Farbfolge, die hier angezeigt wird. Weil. Also hier, das ist das Ding. Warte mal, kann ich das zeigen? Und ist das? Nee, das ist das Ding vom Café. Und das ist exakt die Farbfolge, die dort angezeigt wurde. Lass uns diese These mal prüfen. Wenn ich jetzt, also das hier scheint ja schon, ich gehe mal davon aus, das ist richtig. Da wird blau, rot, gelb angezeigt. Wenn ich das jetzt falsch einsetze, in Anführungszeichen falsch, blau, rot, gelb. Dann wird nämlich nichts angezeigt. Ha. So nämlich. Okay. Blau, rot, gelb hatte ich gesagt, ne? Okay. So, welches ist blau, rot, gelb? Blau, rot, gelb. Das hier, ne? Nee, das ist grün. Das passt nicht. Hier waren doch auch noch zwei blaue. Blau, rot, gelb. Das hier passt. Okay. Das kommt da hinein, sehr gut. Okay, das dürfte dann ein Langzeiträtsel sein, ne? Wollte ich das noch an der Küche, hatte ich es noch eingesetzt. Hier war nichts. Okay, da ist grün, rot, gelb. Okay, nehme ich da mal raus und grün, rot, gelb, grün, rot, gelb, grün, rot, gelb. Grün? Nee. Der da, grün, rot, gelb. Da passt es hin. Okay, so. Naja, dann haben wir ja nur noch ein paar, ne? Das Glückchen brauchen wir glücklicherweise nicht einsetzen. Und den da unten auch nicht. Also es sind noch zwei, es sind noch ein paar. Gut. So, und mit dieser These am Start gehen wir mal nach oben, ne? Ja, wir gehen heute mal nach oben. So, okay, da ist auch wieder so ein Schildchen. La la la, ist hier unten irgendwas? Was für eine aufregende Uhr. Okay, da ist nichts. Können wir da ran? Nee. C12 nach 2 oder so. Joa, ist doch schön hier. Ist auf jeden Fall sehr hell. Okay, sowas, was steht denn da? Manchmal blühe ich auf und manchmal bin ich schal. Es gibt vier von mir, die gleich aussehen. Ein Schlüssel gibt mir den Ausschlag. Ja, ist verschlossen. Okay. Vielleicht sollte ich erstmal außen rum gehen, um zu gucken, ob hier irgendwas ist, ne? Es sieht nämlich schon so aus, als ob das hier auch Boutons sein könnten. Ne. Hier, da. Nur eine leere Vase. Nein, warte, in dieser Vase ist ein Schlüssel. Ja, dann nur eine leere Vase. Nur eine leere Vase, nur eine leere Vase. Okay, was brauche ich, um hier an den Schlüssel zu kommen? Da ist nichts weiter. Gut. Okay, da gibt es einen Schlüssel. Hey, oh, ja, und noch sowas. Ja, die finde ich witzig. Nix. Das können wir natürlich auch alles öffnen. Klar, ist aber nichts drin. Gut. War da drüben auch? Nee, da drüben ist nur dieser Chaiselong. Hier ist nix, nix, nix. Okay, das sind keine Buttons. Unten dran liegt auch nichts. Noch ein Chaiselong. Da drüben waren. Doch, da muss ich auch noch ran. Hier, warte, da, so. Zack, zack. Ist da irgendwas drin? Wäre es nicht aufregend, wenn auf einmal da was Wichtiges drin läge. Und hier ist leider auch nichts. Naja, gut, dann gehen wir mal durch. Hier kommen wir ran. Okay. Ja. Habe ich oben eigentlich geguckt? Nicht genug, nicht genug. Na, nee, ist nichts. Da gehen wir auch noch hin, keine Sorge. Da kommen überall Sachen hinein, la 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 la. Okay, da ist aber nichts weiter. Gut, also hier, Master Bedroom.
Hauptschlafzimmer. Jawohl. Kein Licht, kein Licht. Da liegt nichts dahinter. Boah, okay. Ist schon schön, ja. Was haben wir hier? Da ist hinter den Kissen ist nichts. Das können wir öffnen. Jawohl. Können wir hier auch irgendwas mitnehmen? Irgendwas anfassen? Nein. Okay. So, nächste. Ah, guck mal, was ist das? Ein Schiffsrad. Interessant. Schiffsrad. Okay. Mit einem runden Knöbelchen da unten drunter. Okay. Gut. So, ich räume mal gleich wieder auf. Sonst ist hier nichts. Eine Tür zum Bad. Sehr gut. Sehen wir uns gleich um. Erstmal das hier. Ach du liebe Zeit, was ist das denn? Venus. Norden, Süden, Osten, Westen. The second. Der zweitschnellste Leuchtturmrunde ist so lang. Was? In keinem der Projekte wurde eine Zunahme von geistiger Leistungsfähigkeit festgestellt. Sadly true. Okay. Glocken haben eine besonders positive Beziehung zu dem folgenden Projekt. Das folgende Projekt hat Schwierigkeiten, diszipliniert zu bleiben. Oh, warte. Ach so, nee, da geht es nur um die Himmelskörper. Ich dachte, es hätte irgendeinen Bezug zu diesen Studien, die hier angefertigt worden wären. Und da geht's auch noch raus. Natürlich tut es das. Okay, das lasse ich mal offen. Das ist noch ein To-Do. Hier ist nix. Da kann ich natürlich auch wieder antatschen. Da brennt noch Feuer. Wer ist hier? Wir sind nicht allein. Wir sind nicht alleine. Spooky. Das sind ja auch noch Schubladen. Okay, hier ist nichts drin. Das da, das sieht. Ja, ist aber nichts. Bist du sicher, dass das nichts ist? Es ist nichts. Okay. So. Schatz, du hast doch neulich deine Kette gesucht, ne? Ich habe sie gefunden. Nix, nix, nix. Hier irgendwas dahinter. Na, da, ja. Seltsames Porträt. Lass mal gucken. Ach, du liebe Zeit. Von Joseph de Creux. Das ist doch der Küchenchef, ne? Ich bin etwas weniger schockiert und überwältigt. Cool. Oh, hier können wir Platz nehmen. Ja. Die Atmosphäre in uns aufsaugen. Es riecht noch ein wenig nach dem der verschwitzten letzten Nacht. Ja. Aber es ist morgen. Ich muss raus. Ich trinke meinen ersten Kaffee. Ja, okay, gut, cool. Haben wir gemacht. Da ist nichts weiter. Nichts weiter, nichts weiter. Noch eine Tür. Es wird mich nervös machen, dass hier so viele Türen sind. Diese ist auch noch verschlossen. Und da kommt. Ja, da kommt wieder was hinein. Okay. So, hier. Ah, oh. Okay, hier kommen diese ganzen Bilder hinein. Aha, haben wir schon einen Hinweis darauf gefunden, welches wohin kommt? Okay. So, warte mal, dann lass uns doch mal gucken. Er da, ne? Er hier. Ich fühle mich inspiriert, wenn ich es anschaue. Da. Ich fühle mich inspiriert, wenn ich es anschaue. Wie wäre es, wenn du deine Stimme senkst? Ich rede mit dir. Oh. Rede weiter, ich höre zu. Okay, mal gucken, welche hier reinkommen. Porträt. Warte mal, wir haben erst vier. Oh. Okay, gut. Ich stelle sie hier mal ab. Ich weiß noch nicht, in welche Reihenfolge sie gehören, aber dann sind wir die zumindest schon mal los. Nee, weiß ich noch nicht. Okay, weiter. Da komme ich nicht dran an den Nachttisch. Was liest es denn?
Midshipman Easy. Midshipman Easy. Bei Captain Blaubart. Keine Ahnung. Scheint ein Horror. Ein Krimi, ein Thriller zu sein. So kann ich mich auch aufs Bett legen. Das wäre aufregend. Nicht nur immer hinsetzen, sondern auch aufs Bett legen. Das wäre cool. Kleines Nickerchen, ne? Finde ich gut. So, hier kommen wir nicht dran, aber da ist. Was ist das? Nun, Bücher aus allen möglichen Orten und Kulturen. Ich glaube, man muss so viel wissen, um Inspiration zu finden. Ja, nö. Nicht zwingend. Es gibt Leute, die machen aus den kleinsten Dingen eine große Sache. Ich las mal ein Buch, da ging es über drei, vier Seiten. Da ist auch noch eine Tür. Oioioi. Okay, ist das groß hier? Ja, okay. Ich gehe erstmal ins Bad. Nach Morgenroutine und so. Ich las mal ein Buch, dort ging es über mehrere Seiten hinweg. Ein ganzes Kapitel war nur dem gewidmet, die Vorzüge von Schiebetüren. Ja, jemand hat in seine Wohnung eine Schiebetür eingebaut und nun wurde das von einem Dritten betrachtet und ja, begutachtet, beurteilt. Und ich hätte nicht gedacht, dass man so viel zu Schiebetüren sagen soll, aber wie soll ich sagen, war cool, war richtig gut. Eine Tür ist die Trennung, nee, ist ein Raum, nee, wie ging das? Eine Tür ist eine Verbindung zwischen zwei Räumen. Ah, ich glaube, ich muss das nochmal lesen. Das war schön, das war echt schön. Was haben wir denn hier? Ach, die ganzen Bilder! Ja. Und wir haben noch erstaunlich wenig. Wieso habe ich denn so wenige davon gefunden? Das und das ist die Uschi, ne? Skizzenkarte. Ich bin enttäuscht. Ich hätte gedacht, sehr viel mehr gefunden zu haben. Naja. Wir sind ja auch noch nicht fertig. Ne? Komm, es kommt noch mehr. Es kommt bestimmt noch mehr. Wir haben erst wie viel? 21% oder was des Spiels hinter uns gebracht, was mich ehrlich gesagt immer noch nervös macht, weil wir hier schon so lange zugange sind. Aber hey, da ist nichts drin. Oh, Abzug? Nein. Hier ist nix, 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 nix. Und was ist da? Ein kleines Separé, sehr schön. Ja. Okay, mit extra zum Händewaschen, finde ich gut. Warte mal, geht das da durch? Okay. Diese Wand ist dicker als gedacht. Okay, ist hier denn noch irgendwas? Irgendein Hinweis? Kann ich abziehen? Kann ich nicht. Handtücher. Okay. Ja, ist cool, aber für uns nicht relevant. Okay, na schön. Dann gehen wir mal auf einen der Balkone, wie zum Beispiel diesen hier. Das ist der größere von beiden, ne? Na, naja, gut, irgendwo müssen wir ja mal anfangen. So, befindet sich etwas dahinter? Tut es nicht. Jetzt komme ich auch nicht mehr rein. Hey, Hilfe, lasst mich rein. Ach, das ist der. Ja. Okay, das heißt, ich müsste hier Ausschau halten nach den. Was war's? Das waren doch diese Blüten und grün, gelb und blau. Rot hatten wir bisher noch nicht gefunden, was aber auch daran liegen kann, dass der Raum einfach noch nicht geöffnet ist, der dazu gehört. Hier ist nix. Was ist das? Leuchten. Okay. Einer ist schwarz und dann durchlässig. Und zwei sollen gedingst werden. Was? Okay, die kann ich verstellen. Cool. Ist das gut so? Kann ich das nicht anders geschickter machen? Nee, kann ich nicht, glaube ich, ne? Ah, warte mal, durch die kannst du durchgehen, durch die nicht, ne? Ja, genau. Okay. Kann ich das irgendwie anders stellen? Nee, es kann sich drehen oder nicht. Es geht zurück, das bringt nichts. Ich nehme mal an, ich werde alle Lampen erhellen müssen, ne? Okay, warte mal, da kann es nicht hingehen. Ich kann hier nur nach unten gehen, oder?
Ja, das hier bringt nichts. Den kann ich nämlich nicht verstellen. Okay. Ach so, diagonal geht natürlich auch. Klar. Okay, diagonal. Richtig. So. Und dann den. Den hier unten. Nee. Warte mal, wie mache ich es denn jetzt am geschicktesten? So nicht. So bringt es nichts. Doch, warte mal. Ach nee. Okay, das bringt nichts. Nee, ich muss den tatsächlich nach oben stellen und den hier diagonal runter und den hier dann nach da, genau, und den hier so herum. Oh. So, haha. Ta-ta-ta-ta. Kabinettsschlüssel. Aber da ist doch noch mehr drin. Nee, da ist nicht mehr drin. Ein Kabinettsschlüssel. Okay. Ein kleiner, komplizierter Schlüssel. Naja. Der hauptsächlich aus Kupfer besteht und mit ein paar interessanten Elementen versehen ist. Okay. Nett. So, gibt es hier denn irgendwas Grünes? Ich meine, hier im Innenhof wären die Zeichen grün gewesen. Okay, nein. Jemand liest hier, da ist noch eins. Hier ist nix. Kommen wir da rein? Nee. Ich glaube, es gibt ein Rätsel, das ich lösen muss, um es zu öffnen. Okay. Also, ja, wieder dasselbe Prinzip. Da geht's raus. Das heißt, der hier müsste erstmal so stehen. Der vermutlich so. Den hier würde ich mal dahin setzen. Oh, war da einer zu weit? Augenblick. So. Den dann dorthin. Kommt das hin? Nee, das kommt nicht hin, ne? Nee, das kommt nicht hin, weil ich den da hinten nicht erwische. Okay. Also, den hier könnte ich. Okay, was ist denn, wenn ich den da durchschicke? Das funktioniert nicht. Okay, also hier entlang meinetwegen. Dann geht er nur dahin zurück. Dann macht er nur sowas nicht gut. Das bringt hier auch nichts, weil ich den da nicht erwische. Okay, kann ich das hinkriegen, dass der zwischendurch noch irgendwo anders lang geht? Nein. Vielleicht ist der hier auch falsch. Warte mal, wenn ich den so hin. Nee, das bringt ja nichts. Den geradeaus zu schicken. Bringt es jetzt auch nicht so? Nee, das ist Unsinn. Das hier hinten ist schon eine ganz schicke Idee. Aber dazu müsste ich den hier erstmal irgendwie anders hinbekommen. Halt, einer zu viel. Ja, nee, das bringt es nicht. Kann ich den eigentlich auch drehen? Nee, die Lichtquelle kann ich nicht drehen. Okay, also das hier halte ich schon für richtig. Ja, nein. Meh. Und so wird's nichts, ne? Nee. Wie könnte es denn funktionieren? Wenn ich den dahin stelle.
den hier hinstelle. Und den dort hinstelle. Yeah! Noch ein Kabinettschlüssel. Ach was, okay. Hier gibt es aber viele Kabinette. Erstaunlicherweise gibt es hier aber keinen. Kein grünes Dingelchen. Ich hatte schon ein bisschen darauf gehofft. Ich hatte schon ein bisschen darauf gehofft, hier oben auch noch grüne Symbole zu sehen, weil ich da mit dem Zählen da unten nicht weitergekommen bin. Das. Oh, mitten ins Gesicht. Oh Mann. Okay, ja, nee, da gehen wir auch gleich rein. Oh, hier, ein Stück für die Schwertsammlung. Haha, Dolch. Yes, es dolcht mich. Okay, cool. Admiral Swords Collection. Allerdings ist dies ein Dolch. Mhm. Okay. So, nichts Grünes, ne? Gar nichts Grünes. Na schön. Einen haben wir noch. Warte mal, ist hier was Grünes dran? Nee. Und erstaunlicherweise auch Null in Worten N-U-L-L. Hufeisen. Vielleicht hier außen irgendwo oder dazwischen? Nö. Okay, also, einen haben wir noch. So, lass mal gucken. Da oben. Okay. Nee, falsch. Also da nach dorthin wäre Einbahnstraße. Probieren wir also erstmal. Nein, so. Probieren wir es erstmal so. Da ist auch Einbahnstraße. Das ist aber ungünstig. So, der kann hier hinscheinen und dann kann ich den nämlich da rumdrehen. Und dann kann ich den nämlich da oben hinbringen und den da rumsetzen. Der war einfach. Oh. Aha. Klar. Sollte ich mir davon mal ein Foto machen? Ich schieße mir mal eben ein Foto davon. Denn das könnte doch gut sein, dass das für. Das ist irgendeine Lösung. Irgendein Dingsi. Für ein anderes Rätsel. So. Ich habe Foto. Gut. Das ist gar nichts. Okay, also. Durch diese Türe hier. Moment, da war doch eine. Die ließ sich noch nicht öffnen. Nein, das geht noch nicht. Und die da hinten war schon. Das ist gar keine Tür. Okay, dann probiere ich es hier mal durch. Ja. Alles klar. Werkstatt. Ach, Werkstatt. Ja, das Zimmer von Madame. Das veranstaltet sie hier also in ihrer Werkstatt. Aha. Sie näht. Ja. Und hier haben wir das Rätsel. Das ist, glaube ich, dasselbe, was wir draußen hatten. Ne? Können wir uns auch schon wieder einen Balkon. Und noch. Cool. Das ist immerhin nur ein kleiner. Irgendwas Interessantes hier. Was trinken die hier für ein grünes Zeug? Also selbst grüner Tee ist nicht so grün. Das sieht eher giftgrün aus. Ist hier irgendwas? Nee. Dahinter? Nee. Da oben. Eine Maske. Gib mir die Maske. Ich will die Maske. Ja, elegante Maske. Okay, lass kurz gucken. Super. Schön. Okay, was haben wir noch? Da drunter nischt. Okay. Also. Ja. Okay, wir haben hier. So ein, okay. Da drunter, nee. Ich glaube, der hier müsste erst zum Schluss dran kommen. Kann das sein? Ah, oh, vielleicht auch nicht. Okay, ich würde ihn jetzt mal da hinsetzen. Oh, das passt gar nicht. Okay, nee, das passt gar nicht. Nein, das war eine doofe Idee. Das geht nicht. Also, probieren wir es erstmal mit dem. Nee. So. Den dahin, das ist wohl richtig.
Ach, da habe ich die in der Mitte aber nicht. Diese beiden fehlen noch. Okay, sagen wir mal, ich gebe damit und den dahin. Dann reicht es immer noch nicht. Ne. Den dahin. Das ist keine gute Idee. Ich brauche den hier, um dahin zu kommen, ne? Ja, schon gut, aber noch nicht toll. Okay, das ist keine gute Idee hier. So. Und ach, die hält, da war doch eben fast. Alter. So. Ach, dann habe ich den wieder nicht erwischt. Mist. Beinahe. Aber beinahe ist nicht. Ist nicht. So, warte mal. Was ist denn, wenn ich den. Warte mal. Was wäre denn, wenn ich den so einstelle, dass der dadurch geht? Dann könnte ich den hier dorthin platzieren, den so hinbringen, den, nee, nicht ganz. Okay, der soll da drunter durchgehen. Ach, ich hab den da nicht. Mist. Mist, Mist, Mist. Wie kriege ich denn den hin? Oh. So. Ja, das ist cool, aber leider falsch. Okay. Verfolgen wir den Plan aber mal weiter. Also sagen wir mal, die mittleren kriege ich auch so hin. Dann nehmen wir den. Wenn der da hinkommt, dann ist das cool, passt aber noch nicht. So, wenn ich den dahin bringe. Besser. Warte mal, besser. Nee. Ah, doch. Haha. Oh. Noch ein Farbschema. Okay. Guck mal, das sieht ein bisschen so aus, als könnte ich das verschieben. Ne? Dem ist aber nicht so. Okay, ich brauche ein zweites Foto. Gib mir Foto. Das eine war Muster, das hier ist Farben. Okay. Gut. Na schön. Wir haben noch einen dritten Balkon. Um den kümmern wir uns auch. Ich weiß, wir müssten uns hier eigentlich umsehen. Ne? Nee, ich schließe erstmal die Balkone ab. Wir können hier ja schon mal das Dingelchen öffnen. Also, die Schlüssel sind da. Nach rechts, nach unten bringt nichts. Nach unten. Oh, da ist diesmal auch ein Filter drin. Hahaha. Also, doch, ich glaube, das Cleverste ist es, erstmal nach rechts, nach unten zu gehen. Was ist denn, wenn ich nach oben gehe? Das ist nicht gut. Also nach rechts. Nach unten. Das war oben, ne? Das war das andere unten. Nach unten. Moment, was ist denn mit nach oben? Ist es besser? Irgendwie nicht so, ne? Doch, jetzt nochmal nach rechts. Und jetzt nach unten. Okay, drei haben wir schon mal am Start, aber den hier muss ich dann noch rumbekommen. Ich kann nur nach oben gehen. Ich möchte nochmal von vorne anfangen. Es gibt bestimmt einen leichteren Weg.
Also dieser hier ist irgendwie klar, der liegt da zu auffällig. Dieser hier geht. Dieser hier ist der schwierigste, ne? Wie komme ich denn daran? Vielleicht war es doch gar nicht so schlecht, mein erstes Vorgehen. Nach rechts, nach unten. Nee, nach oben. Nochmal nach rechts. Und jetzt nach unten. 3 von 4. Aber wie bekomme ich den da rein? Ich müsste, also wenn ich nach oben gehe und dann hier rüber und dann da, das bringt gar nichts. Dann komme ich nur hier hinein. Um hier ranzukommen, müsste ich. Müsste ich hoch, runter. Okay, bringt mich das weiter? Hoch, nach links. Dann verliere ich den da schon mal. Runter. An, könnte funktionieren. Runter, jetzt nach rechts. Ja. Okay, nach rechts und dann nach unten. Okay, sehr gut. Hier, oh, das war, ist ein ganz anderer Raum. Nein, ich verhaspel mich hier. Ich möchte erstmal das mit den Dings da, mit den Balkonen auf die Reihe kriegen. So, wo? Da hinten. Hier gibt es doch garantiert auch nochmal so ein. Hier gibt es übrigens nicht nochmal so ein Rätsel. Wir hätten es gleich fertig machen sollen. Und ich habe auf dem Balkon, fällt mir ein, keinen anderen grünen Punkt gesehen. Was seid ihr denn hier? Sag bloß, hiermit kann man das Ding öffnen. Das wäre ja irre. Wir müssen sowieso noch mal raus. Ne? Da sind noch ein paar Rätsel ungelöst. Nein. Hier ist auch nichts. Da ist noch eine Tür. Okay. Es gibt ein Rätsel, das ich lösen muss. Ja, ist es nicht schön hier? Oh, die haben schon eine ganz schöne Hütte hier, ne? Wow. Liegt da was auf dem. Das ist nur so ein zum Festigen, ne? Ja, okay, gut, das ist nur so zum Festigen. Na schön. Hufeisen scheint es aber nur draußen zu geben, gell? So, was ist das denn? Cutting. Wie bitte? Ach, das sind die. Ja, ich erinnere mich an die Marken. Ja. Das kann ich noch nicht öffnen. Okay, welche Marke haben wir denn? Steuerrad, Kleid, Maske, Kochmütze vielleicht, Mütze und. Ich komme sowieso nur in die Fischermaske rein. Aber das war die Fischermaske. Okay. Ich habe erst eine gesammelt. Token des Gärtners. Ich habe erst eine einzige. Ich fasse es nicht. Okay. Also, hier wieder rein. So, meinetwegen. Wir machen im Raum. Oh, warte mal, habe ich das da hinten jetzt eigentlich? Nee, noch nicht. Aber so grob passt das denn von den. Nee, ach, wir sind auf der ganz anderen Seite. Okay, alles klar. So, dann lass doch mal gucken. Bam, bam. Master Bedroom. Warum ist das da? Weil das noch eine völlig andere Tür ist. Okay, gut. Weißt du was? Dann machen wir erstmal im Raum der Madame weiter, bevor ich hier noch weitere Räume eröffne. Dann lass uns lieber hier erstmal diesen Raum, naja, soweit es geht, abschließen. Da ist nichts drin. Nichts. Okay, das hatten wir schon untersucht. Okay, sie war aber ist recht modern unterwegs, ne? Ich habe nichts, was hier hinpassen würde. Bö. Was? Okay. Wir sollen Klamotten sammeln. Gut. Kabinettschlüssel. Yeah. Wie ist es nicht wichtig? Ach, die Muster. Ja. Das Muster brauche ich nicht. Okay. Die Muster. Und lass mich raten. Nee, das sind die Muster, ne? Das andere waren die Farben. Es sind beides Muster und Farben. Cool.
So. Müssen wir nur noch rausfinden, wo die hingehören, ne? Nein. Ja, nein. Das ist nicht dein Ernst, ne? Wenn ich da jetzt irgendwas dran. Ach du Schande. Okay. Gut, dann lass mich doch mal die Fotos bemühen. Also, wir hatten einmal das karierte, das hier. Und wir hatten einmal das schlichtfarben, schlichte, das ist alles andere als schlicht. Da habe ich nichts, was dahin passen könnte. Und an Schuhen haben wir auch noch nichts. Okay. Welche Farbe mag denn das sein? Das sieht ja ganz fruselig aus. Jetzt lässt mich mein Foto hier doch im Stich. Da drüben haben wir das eine. Genau, das ist das. Und wo ist das andere? Hier, ne? Guck mal, das sieht doch einfarbig aus, oder nicht? Aber sowas habe ich doch gar nicht. Das wird mir nicht angeboten. Dies hier? Nein, unmöglich. Gibt es noch Stoffrollen, die ich mitnehmen könnte, die es bis jetzt nicht in meiner Auswahl geschafft haben? Vielleicht gibt es ja auch noch. Oh, vielleicht gibt es auch noch eine zweite Puppe. Die werden zumindest. Das ist ja ein Träumchen. Okay, eine zweite Puppe. Hallo, hallo, hallo. Ich sehe keine zweite Puppe. Naja, gut. Okay, also hiermit würde ich mich tatsächlich. Ja, hiermit würde ich mich tatsächlich erstmal zurückhalten, weil ich finde, da passt keins von denen. Nee. Na schön. Also, weitersuchen. Ja, okay. Nichts dahinter, nichts darunter. Hier. Nichts dahinter, nichts darunter. Sie hat auch, obwohl das muss nicht zwingend Herrenmode sein, ne? So, da nix. Was, hier ist schon wieder einer von diesen Verrückten. Warte mal, hier ist aber ein Stern drauf. Vielleicht haben wir hier bessere Chancen. Benutzt Viertel einer Münze? Oh nein. Oh nein. Okay, alles klar. Okay, cool. Halt. Komme ich an irgendwas ran? Von hier jedenfalls nicht. Von hier der Hut. Aufgehoben Hut. Passt ihr der? Der passt ihr erstaunlich gut. Auch wenn das jetzt sehr bunt wird. Aber gut. Viertel einer Münze. Na, da bin ich ja beruhigt. Hut, Hut, Hut. Nee. Andere Hüte brauche ich nicht mitnehmen, ne? Noch eine Maske. Haben wir sie jetzt bald alle? Noch eine Maske. Passt rein. Okay, so, was noch? Also das hier ist aber. Oh, meine Güte. Da kriege ich ja Augenkrebs. Da ist eine Glocke. Da ist eine Tischglocke. Ich kann die Tischglocke glockeln. Hallo? Es kommt irgendjemand angerannt und. Okay, es kommt niemand angerannt. Da bin ich froh. So, was haben wir noch? Peaches? Ja, ganz nett. Halt, das da nehmen wir mit. Ah, Skizzenkarte, ja. Ich erinnere mich, ich war ein wenig irritiert, bisher so wenige gefunden zu haben. Also, wir haben schon eine Menge Zeug gefunden, aber. Warte mal, lass mal gucken. Na. Klar. Okay. Und in der Küche sind wir auch noch nicht weitergekommen. Toll. Ja, nee, die anderen kann ich nicht mitnehmen. Nein. Es können nur bestimmte Skizzenkarten hier reinkommen. Da komme ich nicht ran. Das hier wäre super. Komme ich nicht an die Rückseite? Ich komme nicht an die Rückseite.
Lässt sich das drehen? Wie kriege ich denn diese Schranktüren hier auf? Weil das sieht sehr viel mehr danach aus, was wir hier für das Oberteil verwenden könnten. A London West End Cutter. Ja, sehr schön. Sehr nett. Okay. Ja, warum eigentlich nicht? Hüte, Hills and Suns. Da nix, nix, nix. Nix, nix, nix. Okay, Dosen. Parklawn. Was hat das zu bedeuten? Ich kann sie weiterdrehen. Gibt es da eine Möglichkeit? Yellow? Oh, warte mal, Yellow? Na. Yellow. Color. Red. Green. Yellow, okay, Color. Ist keine Inner. Reverse Burnt. Sienna. Ist Sienna, zählt das auch als Color? Weiß ich nicht. Okay, aber hier. Gelb, Farbe, Rot, Grün. Da ist wieder Color. Black. Könnte ich den noch einen weiter drehen? Ja, naja, wieso nicht? Furniture. Einrichtung. Dry Colors. Fresco. Turkey. Turkey. Colors. Turkey könnte aber auch. Doch Turkey ist es eher als Color, ne? Okay. Ach du meine Güte. Wofür ist das denn gut? Hier haben wir White. Nochmal White. Yellow. Und Paint. Hat auch was mit Farbe zu tun. Cloverleaf. Creed Devo. Green. Grün, White, Mo, was? Kann ich nicht genau lesen. Nochmal White. Und Granted Pure Zinn, ist das Zink? Könnte das hinkommen? Weiß ich nicht. Oh, okay, auf jeden Fall gibt die richtige Lösung da irgendein Dingelchen. Was kommt denn hier mal hin? Ah ja, aha. Jetzt die Herrschaften. Nee, das sind auch Damen. Haben wir nicht. Da ist die Dame. Das hier ist die Skizzenkarte und das ist der da. Oh, weia. Okay. Ja, gut, cool. Wir brauchen also noch deutlich mehr von diesen. Aber wozu ist das hier jetzt gut? Oder braucht es einfach nur mehr ausprobieren? Da ist ja noch ein Hut. Ach, wie schön. Es ist also nicht der richtige Hut, den wir ihr aufgesetzt haben. Cool. Es nimmt kein Ende. Guck mal, das sieht auch irgendwie nach einem Code aus. Und Ludwig von Beethoven. So, jetzt wisst ihr auch, wie die funktioniert. So, was haben wir hier? Nix. Hallo, mach mal zu. Mach den Laden mal wieder dicht. Na, also, hallo? Da liegt noch was drin. Ich will da rankommen. Okay, so. Ja, sehr gut. Ein Zettelchen, ein weggeworfenes Zettelchen. Grummelige Notiz. Ich habe die Nase voll von all dem Schreiben. Meine Handgelenke beginnen zu schmerzen, weil ich sie so oft benutze. Kein Wunder, dass ich meinen Untergebenen angewiesen habe, diese Aufgaben für mich zu erledigen. Laut dem Spezialisten ist es jedoch notwendig, dass ich dieses barbarische Ritual selbst durchführe. In seinen Worten, Harris, du musst das, was dich belastet, in Worte fassen und es dann aus deinem System werfen. Werde deine Probleme los, indem du sie aufschreibst.
aufschreibst, zerknüll sie und wirf sie dann in den Mülleimer. Ich garantiere dir, du wirst dich dann viel besser fühlen. Ich fühle mich überhaupt nicht besser. Stattdessen habe ich viel mehr Zeit damit verbracht, über meine Probleme nachzudenken und sie in knappen Sätzen zu formulieren. Dabei ist es mir klar geworden, dass ich mich viel beschwere und das kann nur eins bedeuten. Mein Leben ist verheerend hart. Unten reingekritzelt. Achso, Moment, unten reingekritzelt. Es war viel besser, als ich einfach in den Keller gehen und so lange schreien konnte, wie ich wollte. Das war eine einfache und effiziente Art, meine Probleme in Luft zu machen. Heutzutage ist dieser Trottel von Chef immer da und schmollt und trinkt. Oh, ich schwöre, in dieser Villa kann man nicht mehr in Ruhe schreien. Okay, wow, da ist aber jemand. Uiuiui. Ah ja, hallo, wir sind wieder, ja, wir sind wieder on board. Aber wir sind hier noch nicht durch, ne? Nee, ich fürchte es nicht. Okay, da ist nix. Hier ist nix. Ist hier, hatte ich hier schon, doch hier hätte ich geguckt, ne? Hier hätten wir die letzte Skizzenkarte gefunden. Aber da war doch noch, da hinten, ne? Da war doch noch ein Raum. Ah, es gibt Schuhe, Chemie-Shoes. Okay. Zack, Skizzenkarte, hervorragend. Okay, diesmal eine Dame in Blau. Okay, Schuhe. Selbst wenn ich mich bezahlen würde, was? Ich würde diese Schuhe niemals tragen. Nein, ich kann mit sehr viel Enthusiasmus sagen, ich auch nicht. So. Okay, also die nehmen wir mit. Cool. Die nehmen wir nicht mit. Die sehen schon eher aus wie... Wie könnte ich eventuell... Eventuell nehmen. Okay, und so haben wir diese Tür auch öffnen können. Aber hier haben wir ja schon alles erledigt. Insofern spielt das keine Rolle. Ja, so trägt man die Haare übrigens. Frau, so trägt Frau die Haare übrigens. Und mit Haarteilen, ganz wichtig. So, eine Handtasche gibt es auch noch. Kann ich irgendwelche dieser Schuhe mitnehmen? Komisch, dass die Herren, also ich würde das hier eindeutig als Herrenschuhe bezeichnen, dass die hier so gemixt sind. Ne? Ich denke, das ist der Workshop der Ladyschaft. Da steht Industrial Nail Clipper. Mhm. Oh, it is open. Und wir bekommen, oh, Bolzenschneider. Ich weiß, wir sind ja noch nicht fertig, aber ich möchte zu gern zum Leuchtturm gehen. Ich liebe das Meer und naja. Oh nein, da sind noch mehr von diesen Dingern. Wie viele Karten dann noch? Warte mal, wir hatten die Dame in Blau. Ist sie? Das könnte. Nee, das ist sie nicht. Die da oben könnte es sein, ne? Ja, es kommt hin. Okay. Wie viele Karten müssen wir denn noch finden? Meine Güte. Es nimmt kein Ende. Noch mehr Schuhe. Jetzt hatte ich mich gerade... Oh, Figur eines Fuchses? Was? Jetzt hatte ich mich gerade gefreut. Das ist bestimmt unten für den Esstisch, ne? So ähnlich wie der Hirsch. Okay. Jetzt hatte ich mich gerade gefreut, dass wir das Inventar mal ein bisschen leer bekommen. Das ist die Spitze der Männermode, genau hier. Nehmt es mir nicht übel, aber ich würde es nicht tragen. Es sei denn, ich hätte einen Auftritt bei... nein, tut mir leid. Es sind nicht meine Farben, so kann ich das begründen. Sind nicht meine Farben. So. Ich sehe blass aus in Pink. So, den nehmen wir auch mit. Hatte ich mich eben nicht gerade beschwert, dass ich mich eigentlich gefreut habe. Oh, warte mal. So, das Inventar mal ein bisschen leer zu bekommen. Da wird nichts draus, ne? Die Schuhe nehmen wir auch mit. Natürlich nehmen wir die Schuhe auch mit. Und den Hut auch, klar. Komisch, dass wir keine Schirmsammlung aufmachen brauchen. So, hier komme ich an die Schuhe glücklicherweise nicht heran. Erstaunlich, dass ihre Ladyschaft keine Handtasche haben möchte. Ach du liebe Zeit. Aber es ist in sich stimmig, kann man nicht anders sagen, ne? So.
Die Frage ist nur, was ziehen wir der Puppe denn tatsächlich an? Und was machen wir jetzt als nächstes? Zu viele Türen. Zu viele Türen. Ich habe keine Ahnung. Das da sagt mir auch noch nichts. Habe ich da noch irgendwelche Skizzenkarten? Doch, ich habe. Nee. Doch, eine haben wir noch. Das ist die. Okay, mit Blau, mit so einem Schal drüber. Es ist definitiv. Warte. Nein, es ist keine von diesen hier. Es ist da drüben. Warte. So. Hier, wo war hier die Skizzen-Dingsi? Da. Okay, blau mit einem Schal drüber. Auch keine von diesen Damen. Das ist so ähnlich, aber nur so ähnlich. Ich habe nichts, was hier passen würde. Wo war denn das andere? Wo war denn? War das im Raum der Madame? Da hinten nicht. Hier nicht. Nee. Wo war denn das? Es gab noch einen dritten Block. Hier war der Master Bedroom, ne? Okay, von hier aus sind wir darüber gekommen und dann hier rein. Da hinein. Wir sind aber auch vorher. Okay, zu viele Türen. Ich habe mich verlaufen. Hier ist der kleine Raum. Es gab noch einen dritten Block, der so aussah wie. Oh shit, ich weiß es nicht mehr. Okay, hier ist nischt. Nischt, nischt. Das, da haben wir gerade schon vorgestanden. Das ist es nicht. Das ist es nicht. Oh. Guck mal, was haben wir denn da? Aha. Aha, für die Puppe. Turquoise. Turquoise mit Muster. Das ist Türkis. Das ist aber nicht das richtige Muster. Okay, was haben wir hier oben? Das ist nicht Türkis. Oder? Das ist nicht dasselbe. Nee, guck mal, da ist so ein Rautenmuster drin. Nee. Vielleicht die Schuhe? Boah, sind die furchtbar. Okay, weiß ich nicht. Ah, warte mal, die Schuhe, das könnten die einfarbigen sein. Dann sind es diese hier. Das war das, was wir draußen gefunden haben. Noch etwas? Dann ist noch der Hut und die Bluse übrig. Aber das einzig Türkise ist das hier und das ist eher ein florales Muster. Also kann es nur der Hut sein. Stimmt, doch, es ist der Hut. Da ist ja, das ist doch dasselbe Muster. Ja, okay, passt, gut. So, aber nochmal. Wo ist denn dieser andere, dieses andere Dingelchen? Ich bin sicher, wir haben drei. Da passt keine. Nee. Ich habe nichts, was hier passen könnte. Nee. Okay, da nichts. Da drüben ist nichts. Beim Master Bedroom noch was? Weiß ich nicht. Hier draußen auf keinen Fall. Also wir sind hier reingekommen. Und dann hatte ich mich schon gefreut, dass wir ein paar Sachen los. Nee, hier noch nicht. Hier hatte ich mich noch nicht gefreut, dass wir ein paar Sachen loswerden. Hier ist nix, nix, nix da drüben. Aber da sieht. Nee, da sieht auch keine davon so aus wie auf der Skizze. Hä? Mal bin ich jetzt blöd? Wo haben wir das entdeckt? Bin gerade überfragt.
Da hinten geht es nur darum. Darum. Also hier ist Master Bedroom. Aber hier war doch nichts mit Skizzen, oder? Nein, Badezimmer nicht. Nein. Wo habe ich das denn gesehen? Und weiter sind wir hier noch nicht gekommen. Nach da hinten sind wir noch nicht gegangen. Hier definitiv nicht. Puh, keine Ahnung. Nun, ich bin sicher, wir werden nochmal dran vorbeistratzen, ne? Okay. Das heißt, habe ich jetzt inzwischen was zum Filtern? Nur eine leere. Was? Ich denke, da ist ein Schlüssel drin. Warte. Okay, aber wenn ich den schon habe, wenn ich den doch mitgenommen habe, dann ist da nämlich das hier. Ast rein. Manchmal blühe ich auf, genau. Ast rein. Okay. Wir haben noch genug zu entdecken. Das machen wir aber erst beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Und ja, bis zur nächsten Runde. Tschüss.